Schön, dass Sie dabei sind. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frankfurt für Sie kommentieren. Wir zeigen Ihnen heute ein Antoni ist krass. Der ist schnell. Einiges drin in diesem Spiel. Oh. Da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Ja, ich bin sehr gespannt, wie ich das abspiele. Bellingham. Klar, das ist immer ein Grund zur Freude, wenn du so früh das erste Tor machst. Wichtiger Treffer. Für Fortnite hat ein Tor geschossen. Digga, was macht der? Warum ist der so krass? So. Nee. Ballverlust durch Jamal Musiala. Darwin. Das ist Antony. Luka Modric jetzt. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Modric. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Die Mitspieler kommen Ihnen zu Hilfe. Hilfe, Hilfe. Bellingham spielt steil. Ja, das ist abseits. Vielleicht ein Tick zu früh losgelaufen. Ist natürlich vielleicht eine riskante Spielweise. Dieses Lauern, dieses Spekulieren. Hier ist es schief gegangen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, genau das werden sie wieder versuchen. Real im Angriff. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Antony. Bellingham. Musiala. Musiala mit dem Ball. Echte Gefahr kommt da nicht auf, weil er natürlich zur Stelle ist. Nicht viel gefehlt, drüber. Klasse Aktion da. Schön dazwischen gegangen. Antony. Trippier. Antony, das kann was werden. Ah, ich hasse Antony. Modric bringt die Ecke rein. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Gnabry. Das sieht vielversprechend aus. Jetzt ist der Ball dort auf Eck. Gut aufgepasst und verteidigt. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Digga, mach doch gut. Digga. Serge Gnabry. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Ja, da gibt's gute Anspielstationen. Ball kommt rein. Sie machen zu, machen das gut. Der Angriff wird unterbunden. Carvajal am Ball. Musiala. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Fans können erstmal durchatmen. Foden könnte den Konter geben. Da hat er sich mächtig viel vorgenommen. Vielleicht doch ein bisschen zu viel mit diesem Schuss. Vielleicht ein bisschen zu viel. David Alaba unter Druck. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen.
Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Trippier. Boden. Bellingham. Tor. Bam. Und jetzt sind sie mit zwei Toren vorne. Die passt auch zu Bellingham. Ja, ich weiß. So ein Wahnsinns-ZM. Ja, gibt jetzt auch eine krasse Karte von ihm. Seit gestern. Das wird so werden kann. Ja? Mhm. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Musiala. Angriff über Musiala. Klasse Angriff, aber auch diese Abwehr müssen wir da loben. Jetzt vielleicht die Chance für den Kopf. Was machen Sie draus? Grealish. Und nun ein Schuss. Erstmal abgeblockt. Modric führt aus. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Und direkt die nächste Ecke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Macht eigentlich alles richtig, aber der Ball geht doch knapp über die Latte. Pass bleibt hängen. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile und sie setzen diese Überlegenheit immer wieder in gefährliche Szenen um. Das Ergebnis ist die Führung. Sie streben einem Sieg entgegen. Okay, jetzt haben sie hier wieder den Ball. Sieht vielversprechend aus. Wir streben einem Sieg entgegen. Der SNSC. Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Starkes Tackling hier. Bamba, bamba. Super, wie er sich durchsetzt. Legt alles genau so ist es. Also ich glaube, ein Schlenzer wäre besser gewesen. Ein kleiner Schlenzer. Er hat den Ball. Gutes Tackling. In der Vorwärtsbewegung Real. Tatsächlich Elfmeter. Jetzt können Sie hier verkürzen. Wenn Sie treffen, verkürzen Sie auf ein Tor Rückstand. Sie verwandeln diesen Elfmeter. David Alaba, ja! Aktueller Spielstand jetzt also 2 zu 1. David Alaba. Gut den Ball abgefangen. Irving Lozano. Ballverlust auf Seiten von Real. Bellingham. Bellingham. Alexander Serdar. Drin ist der Ball. Alles offen. Also so einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Ja, natürlich war auch einfach. Definitiv, Digga. Tut mir leid, dass ich einfach nicht durchkomme. Und kein... Es steht auch immer alle so, dass sie ja keinen Abseits haben, die Gegner, Digga. Ja, natürlich. Die wissen, wann Abseits ist, immer nicht. Der wirklich absoluter Rückhalt, so wie jetzt zu sehen. Jetzt kommt der Wechsel. Der Wechsel. Ganz konzentriert, den Ball wollte er einfach.
Die Ballannahmen auch, wenn die ein bisschen schärfer kommen, Digga, die prallen komplett ab. Unheimlich, der Angriff erstmal gestoppt, aber ich glaube, das gibt Geld. Oh, wenn der Foul ist. Ja, aber die gelbe kann man geben. Ey, Digga, ich brauche nur für die Gegenstimme. Ich brauche Fahnen. Oh, ja, ich brauche auch wahrscheinlich. Und jetzt wollen sie wechseln. Fernandes. Da fangen sie den Pass ab. Digga, ich will wegziehen. Auf einmal hat er trotzdem den Ball. Ja. Obwohl ich den Ball hatte. Nee, hast du nicht mehr. Er schießt. Jetzt kann das Tor fallen. Bist du auch mit dem Ball? Der Gold richtig, er kann den Schuss blocken. Der Angriff könnte was werden. Immer noch gefährlich. Wieder machen sie das Tor, wieder setzen sie sich entscheidend durch. Führung nun also 3 Tore. Das macht er sehr gut. Es kommt auch kein Schwein nach. Ich geh doch aggressiv raus. Nö, ja, warum nicht? Schade. Ich dachte, er kriegt jetzt noch ein Tor, weil er so gut spielt. Der tut er ja noch nicht für 4 zu 1. Nein, er spielt richtig scheiße. Ich hab bloß keine. Ja, ja, immer die Ausreden suchen. Jetzt Julian Brandt. Ball wird abgefangen. Hallo. Du sollst passen. Pass doch. Pass doch. Nein. Digga, das ist so lächerlich. Ja, so wie du. Sie machen das heute natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend, offensiv. Ja, 3 Chancen. Was soll ich denn da großartig anrichten? Ich komme ja nicht mehr zu Chancen großartig. Ja, da hat ja auch keiner von dir gesprochen. Ja, enge Entscheidung. Ist gut. Eden Hazard. Den hält er natürlich, keine Frage. Was, als wenn er den noch kriegt? Ja, da bedankt er sich. Da muss er sich überhaupt nicht anschauen. Ja, weil das auch so leicht war. Ja, war so. Ein Bastard, der Typ, ne? Der war einfach für Scheiße, Laura. Ja, was du denn mit Scheiße da bist. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Weiter geht es mit einem Einwurf. Schön, dass ich nicht so mache, sondern so. Ja. Kurz vor dem Schlusspfiff fliegen die Gäste. Und er trotzdem dann ausgeht. Das nennt man geiles Game, Digga. Ja. Das ist ja nicht geiles Game. Lupfer. Nein. Warum denn? Komm mit Adeyemi halt nicht durch die Abwehr durch, das ist mein Problem. Ja, du musst aber ändern. Ja, was denn, Digga? Wie soll ich denn noch dribbeln? Soll ich noch einen Zeitpick geben oder was? Ja, natürlich. Guck dir an, Digga, ich komme nicht ansatzweise an den Ball. Na, Schelle den. Alle wegschubsen. Ja, Benzema bringt mir nichts. Da. Ja, natürlich ist es, weil er ein Hurensohn ist mit seinem scheiß Stone. Er ist schon ein Stoner, Alter. Du auch. Ja, natürlich, weil ich auch jeden Tag kippe. Ja. So kann man das Spiel bisher zusammenfassen. 6:1 jetzt. Jetzt ist Platz für den Konter. Der Angriff könnte was werden. Schlusspfiff. Dieses Spiel endet also mit...